Am Gipfel bleibt die Lage überschaubar. Die Überflieger unter uns zählen häufig zu den Zusehern der Show, die am Spielfeldrand oder im Abseits stehen. Die wenigsten überdurchschnittlich intelligenten Menschen schaffen es, sich ein erfüllendes Privatleben im Sinne von Zweisamkeit und Familie zu schaffen. Wo die Grenzen zwischen dem selbstgewählten Inselleben und der Einsamkeit genau zu verschwimmen beginnen, erfährt jeder Mensch am eigenen Leib. Manche Zeitgenossen kommen bestens klar in ihrer modernen Einsiedelei. Wieder andere wissen sehr wohl, wie Verzweiflung und tief trauriges Alleinsein sich anfühlen. Doch warum ist das so? Und muss das wirklich so sein? Ist es zu viel verlangt, mit einem messerscharfen Verstand und einem glücklichen Privatleben zugleich gesegnet zu sein? Entscheide selbst. Wir zeigen dir in unserem heutigen Video Gründe auf, warum die Smarten unter uns sich so schwer damit tun, ihr Gefühlsleben und ihren Verstand miteinander in Einklang zu bringen. Nummer 1. Ihre Köpfe arbeiten anders. Es erklärt sich von selbst, dass die Superklugen anders denken als der Durchschnitt. Wo die intellektuelle Mittelklasse vielleicht zwei Gedanken zugleich verarbeiten kann, wimmelt es bei den Hochintelligenten im Kopf wie in einem Bienenstock. Sie sind ständig mit Denken beschäftigt, nicht einmal nachts ruht ihr lebhafter Verstand. Dieses Dasein führt unterm Strich zwar zu mehr beruflichem Erfolg und den besseren Ideen, zwingt diese Personen aber auch in die Isolation. Kaum ein zwischenmenschliches Gespräch auf normalem Niveau scheint ihnen möglich zu sein, da zeitgleich in ihrem Kopfkino schon Pläne für den Weltfrieden oder die Lösung des Klimaproblems oder die Marsbesiedelung Gestalt annehmen. Was Beziehungen im Alltag letztendlich ausmacht, erscheint intelligenten Mitmenschen keineswegs banal. Die Wichtigkeit dieser Dinge erschließt sich ihnen schlichtweg nur nicht. Hier kollidieren dann häufig zwei Welten, in denen mit völlig verschiedenen Maßstäben gemessen wird. Wer es nicht gerade schafft, eine Partnerin oder einen Partner auf intellektueller Augenhöhe für sich zu gewinnen, wird seiner besseren Hälfte daher immer das Gefühl vermitteln, nicht gut genug und wichtig zu sein. Nummer 2. Die Kontaktaufnahme mit anderen fällt Ihnen schwer. Hochintelligente Zeitgenossen tun sich von Haus aus schwer auf dem gesellschaftlichen Parkett. Es hat schon gute Gründe, warum sie ihre Zeit am liebsten allein mit ihren Gedanken und ihrer Arbeit oder ihren Forschungen verbringen. Bei aller Begabung, die die Smarten vom Schicksal mitbekommen haben, fehlt ihnen jene für Smalltalk leider völlig. Es erschließt sich ihnen nicht einmal der Sinn dahinter, mit völlig fremden Menschen über das Wetter oder die weltpolitische Lage zu sprechen. Diese Pseudothemen liefern ihnen keinen echten Mehrwert. Wenn sie Menschen kennenlernen, sollte zumindest immer ein gemeinsames, echtes Interesse vorhanden sein. Auf einer Party, einem Empfang oder einem formellen Dinner erweisen sich die Klugen daher häufig als katastrophale Gesprächspartner, die den Abend schmerzhaft in die Länge ziehen können. Sie sollten sich daher unbedingt an dem Bonmot "Gleich und gleich gesellt sich gern" orientieren und sich ihresgleichen für die Gesprächsanbahnung suchen. Es bringt nichts, Zeit und Energie damit zu vergeuden, Interesse oder Aufmerksamkeit vorzutäuschen. Ihr Gegenüber hingegen leidet nicht nur darunter, die komplette Unterhaltung allein bestreiten zu müssen. Sie fühlen sich fehl am Platz und denken mitunter sogar, dass ihre Gesprächspartner sie bewusst ignorieren und für uninteressant befinden. Nummer 3. Kein Schema scheint für sie zu passen. Von Kindheit an verfolgt die Superschlauen der dringende Verdacht, nicht wirklich in diese Welt zu passen. Sie fühlen sich häufig wie das trashige Kuckuckskind in einem Nest voller possierlicher kleiner Singvögel. Der Unterschied ist auch beim besten Willen nicht zu übersehen. Alle gesellschaftlichen Pflichtstationen, die sie im Laufe ihres Lebens über sich ergehen lassen müssen, reiben ihnen dieses Nicht-Dazupassen konsequent unter die Nase. Kindergarten, Schulzeit, diverse Geburtstagsfeiern, zu denen sie nicht eingeladen werden, und später Ausbildung und Beruf lassen wenig Raum für Sonderlinge, die noch dazu alles besser zu wissen scheinen als der Großteil.
Selbst als Erwachsene machen sie immer wieder die Erfahrung, dass die Rahmenbedingungen des Lebens nicht für sie geschaffen wurden. Sie operieren immer in einem Bereich, der sich wie eine Zwangsjacke anfühlt oder ein zu enges Paar Schuhe, das jemand anderem gehört. Auch hier hilft nur, sich seinesgleichen zu suchen, wenn möglich. Unter den sogenannten Normalos wird das einzige Kuckuckskind immer der Störfaktor im kuscheligen Nest bleiben. Natürlich verlangt es unser soziales Miteinander, dass die Supertalente sich nicht völlig loslösen können von der breiten Masse. Berührungspunkte kann und wird es immer wieder geben. Nummer 4. Sie fühlen sich häufig missverstanden. Kommunikation ist also nicht die starke Seite der geistigen Überflieger. Kein Wunder, dass sie sich daher häufig unverstanden und nicht anerkannt fühlen. Wer für seine Umwelt schon von Haus aus ein Rätsel darstellt, wird nicht verständlicher, indem er das Gespräch meidet, wo es nur geht. Eine Spirale beginnt sich dieser Art zu drehen, in welcher ein Missverständnis dem Nächsten die Klinke in die Hand gibt. Wer viel mehr Wissen mit sich herumträgt als der Durchschnitt, erscheint ihm manchmal wie ein Wesen von einem anderen Stern. Viele Hochintelligente steuern diesem Effekt gegen, indem sie in Gesellschaft anderer besonders schweigsam und zurückhaltend agieren. Doch die Leute kommen bekanntlich beim Reden zusammen, nicht beim gemeinsamen betretenen Schweigen. Die meisten unserer smarten Mitmenschen möchten schon ganz gerne dazugehören. Doch es fehlt ihnen die Übung und das Talent für eine zwanglose Konversation. Sie möchten auf keinen Fall, dass andere sich in ihrer Gegenwart schlecht fühlen, was wiederum einer gepflegten Unterhaltung nicht gerade auf die Sprünge hilft. Hochbegabten fällt es daher ungleich schwerer, sich potenziellen Partnern gegenüber zu öffnen. Ist dieser Brückenschlag jedoch einmal erfolgt, stehen die Chancen in Liebesdingen gar nicht so schlecht. Nummer 5. Ihre Empathie ist sehr stark ausgeprägt. Eine Eigenschaft, die die wenigsten Außenstehenden bei hochintelligenten Menschen vermuten würden, ist deren ausgeprägte Empathie. Gerade deshalb ist es besonders unfair, sie als arrogant oder distanziert einzustufen. Sie sind im Gegenteil sehr gut darin, ihre Mitmenschen zu lesen und ihre Bedürfnisse zu erkennen. Sie denken viel über ihre Umwelt nach. Gleichgültig ist ihnen so schnell nichts und niemand. Es ist ausgesprochen schade, dass diese besondere Gabe gesellschaftlich zu keiner Würdigung gelangt. Die Superklugen sind sehr gut darin, Probleme zu analysieren und einer Lösung zuzuführen. Viele Menschen würden von diesem Talent profitieren. Diese Win-Win-Situation setzt jedoch voraus, dass beide Seiten es irgendwann zustande bringen, offen und vorurteilsfrei aufeinander zuzugehen. Durch das Ausgrenzen der überdurchschnittlich Begabten verschließen wir uns ein großartiges zwischenmenschliches Potenzial, von dem letztendlich die ganze Welt profitieren würde. Verständnis und Toleranz wären hier die Schlüsselqualifikationen, um sich diesen Wissensvorsprung dauerhaft zu sichern. Unser heutiges Fazit: Klug ist leider nicht genug. Vielleicht zeigt uns dieses Beispiel einmal mehr auf, dass niemand im Leben alles haben kann. Jeder Mensch braucht eine Sonnen- und eine Schattenseite, die ihn komplettieren. Es mag nicht fair erscheinen, dass überdurchschnittliche Intelligenz sich gesellschaftlich so schwer integrieren lässt. Doch die Geschichte lehrt uns, dass der Sieger häufig allein zurückbleiben muss. Möglicherweise ist der Grund dafür dieser. Außerordentliche Fähigkeiten, Talente und Begabungen sollten nicht einem einzelnen Menschen zugutekommen. Er hat diese vom Schicksal mitbekommen, um sie möglichst vielen Menschen zum Geschenk zu machen. Dafür ist es nötig, sich voll und ganz dieser Aufgabe zu widmen. Aus großem Wissen wächst also große Verantwortung, die leider allein geschultert werden muss. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann schau auch gern auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald!